Okay, geht los. Game Nummer 1. Wir haben einen Neuzugang in Kirstis Etwa an Charakteren. Das ist Wolf. Das ist Wolf. Er wird als nicht gut beschrieben, aber gucken wir mal, ne? Das, er kann auf jeden Fall lasern, das ist schon mal. Wir sehen ein paar Peach-Kombos, Klassiker 60%. Und Jablock mit dem Ass! Ass-Lock. Ja. Das sieht echt noch nicht so einen guten Wolf aus. Oder Fraser ist einfach gerade krass. Auf jeden Fall beides ein bisschen. Okay, aber gute Parry, aber ja. Gegen die Booty kommt er immer noch nicht an. Oh ja, das ist der erste Kill. Nee, krass. Nee, er hat's doch gemacht. Bist du Kiste? Bist du parteiisch? Ich? Ja. Ja, um ehrlich zu sein, ja. Brexit hat mich zu viel kaputt gemacht. Und heute war Kiste ganz gut mit mir. Hat im zweiten Game einfach Dummheiten gemacht und dann habe ich den gewonnen. Oh, nice. Deswegen hat er meine Sympathy. Okay. Auf jeden Fall Team Kiste. Ja, krass. Nee, ich bin immer Team Fraser, wenn er spielt. Ich bin immer Team Brexit, wenn er spielt. Mhm. Ausnahmslos. Ja, also mal oberste Priorität. Als unser herziger Host. Ja, und Hype Peach mehr natürlich auch. Peach ist ja Hype. Und ich meine, ja, ganz ehrlich, das kann auch nicht mehr verlieren, glaube ich. Mhm. Ich hoffe, ich jinx jetzt nicht, indem ich das sage, aber. Ja, das ist beides dauert. Winnable vielleicht? Oh, er kriegt den Catch leider nicht, aber 34% dank Stageface. Okay, da muss ich den Tag jetzt abgewartet, gut getaggt, aber er lädt noch. Mit 10. Schöne Parry. Aber der Up Smash schon wieder zu schwach. Wow, das war super riskant, er hätte, glaube ich, fast SD. Okay, ja. Und nicht erstet. Down Smash ist schon auch ziemlich over wohl. Wann killt er? Oh Gott, ich glaube 110 oder so schon. Vom Rand so. Und du kriegst also Tech Chase mit Leaf Nair oder sowas kann ich machen. Das ist schon ziemlich gut. Weil es halt auch eine Rolle reincovern kann bei Down Smash. Oh, aber kein Spike. Jetzt muss er echt aufpassen. Was ist es fast? Ja, ne, Stage Spike. Und dann auch nicht sonderlich spannendes Ende. Der Tech wurde gemisst, wie schon öfter in diesem Spiel vom Kiste. Aber so kennen wir es normalerweise nicht. Okay, und jetzt haben wir den Switch auf Ryu. Wolf war es nicht. Ich glaube, er spielt auch mit dem selbstgenannten Pissgelb. Echt jetzt? Mit dem Pissgelb? Also links, genau da. Nein? Da. Ah? Ich finde, wird er das Son Goku, oh Gott. Spielst du den Pissgelben, Stim? Yes, den Pissgelben. Okay, den Pissgelben. Ich würde das Son Goku fit nehmen, glaube ich. Kriegst du 2-1 für Willen mal? Jo. Okay. Golden Shower Party. Mit Terry. Hast du Terry gespielt? Ja. Wieso das denn? Einfach wegen Mewtwo, oder? Ja. Findest du das kacke mit der Bauche? Oh, schade. Er hat sich einfach zu sehr darauf vorbereitet. Ah, okay. Und? Was war dann? Dann hab ich verloren. Dann hab ich mir gedacht, okay, dann geht's jetzt auf Charity. Okay, ist so. Schade, ja. Aber ich fand, wie gesagt, wenn, als die Zeit erzählt, guckt, fand ich immer so positiv. Die Rennskraft mit und sowas. Was bei Bowser auf jeden Fall richtig ist. Der pissgelbe Ryu geht auf jeden Fall viel mehr even als Wolf am Anfang. Ja, das ist auch. Was ist eure Meinung zum Ryu's Redesign in Street Fighter 6? Ja, alle Charaktere in Street Fighter 6 wurden redesigned und ich finde die alle ziemlich cool, die Redesigns, muss ich sagen. Aber Ryu hat basically nur einen Bart und anderes Oberteil. Aber trotzdem sieht schon cooler aus als 0815 Karate-Kid. Warum schreibt jemand in den Smash and Chill, dass Vielleicht weil er keine Ahnung hat, dass man Mali wieder ins Start oder? Also was soll ich nicht wusste, wo sonst fahren kann. Okay, ja. Aber Ryu geht auch gerne 2 gerade. Hast du da nicht einfach in den Main gefragt, wo du auch reingeleitet wirst, automatisch? Also ich finde Smash und Schild klingt viel mehr nach Main als Main. Echt? Ich denke, wenn du zum Beispiel einen Controller haben willst, oder wenn du einen Ryu mit einer eigenen Welt hast, dann kannst du auch ein Smash und Schild. Ja. Sehen wir jetzt auch eine Turn-Up-Kombo? Okay. Willem, du musst als nächstes gegen Switch holen. Warte.
auch schön. Schöner Grab. Ah, er muss da warten auf den Tech Chase. Wenn er Grab so geht, dann muss er kurz Pause machen. Und gucken, wohin rollt. Kriegst du auch einen Head Drin-Punch, wenn du Bock hast. Sieht schon wieder viel besser aus, Ruby. Also, ja. Cool, ja, Pilze und Kanne. Ich meine, wenn man dieses Coffee, das was auch immer, wie das heißt. Shoryuken? Ja. Meinst du, ja? Das ist schon gut. Ja, das ist schon doll. Ich fand. Oh! Er hat ihn getrappt! Er hat ihn einfach gebaitet, indem er sich hinten lassen hat. Wie frech! Hat er auch gegen mir gemacht. Ja, echt. Das ist so krass, wie Fraser immer jedes Brexit mit mehrere Bomben zieht, obwohl die Wahrscheinlichkeit so klein ist. Das ist schon frech. Aber ja, smart eigentlich. Ich meine, was will Rio machen? Wenn er halt eh da dran steht, dann ist er halt dann natürlich die Reflex einfach raufhauen. Das hat er einmal gegen mir gemacht, dann hat er einfach Bombe rausgezogen, hat nichts gemacht. Und ich habe ihn einfach getroffen und gestorben. Dreist. Okay, jetzt sehen wir Kazuya auf jeden Fall. Mit Musik-Counterpick von Kiste. Was wird er sich aussuchen? Street Fighter. Das ist schon mal gut. Street Fighter, coole Musik. Ja, der Klassiker. Okay. Der Klassiker unter den Street Fighter Things. Oder doch einen anderen? Yes! Nein, den, Fighter, ja. Den klassischen Klassiker. Das Original. Mal gucken. Robin Peach, ja. Ich feier die auch. Ich finde die beste. Anna, jetzt ist es pink. Oh. Hast du schon geändert, okay. Schade. Wir spielen verschiedene Farben. Ah, das macht schon was. Ja. Aber du bleibst immer Mario, also du bleibst immer Original Skin. Ich habe jetzt in letzter Zeit ab und zu mal den blau-pinken gespielt, ein bisschen. Den finde ich auch. Ist ja mein Pride Month. Und ja, sonst generell spiele ich auch manchmal gerne den Gentleman Mario. Finde ich auch ganz cool. Ja. Der Grüne ist auch cool. Aber sonst spiele ich keine, die anderen spiele ich eigentlich nicht so. Der Amerika Mario sieht halt richtig schlimm aus, finde ich. Ja, den finde ich auch total schlecht. Und den Bilder mag ich auch nicht so gerne. Einfach mit. Dass man damit einfach auf sowas reacten kann, ist ja schon anders dreist. Diesmal geschildert, aber Schild nicht lang genug gehalten. Wobei, oh, schön. Schönheit gehört. Und auch der Kazuya hat auf jeden Fall Probleme noch. Aber wir wissen, Kazuyas Kiste Kazuya, das ist brutal. Da kann schnell was passieren. Turnip, er catcht den Turnip, aber wird dafür weiter gecombot. Schöne Dash Attack, leider nicht beide jetzt bekommen. Aber direkt Ledge Trapped, Jump gecatcht. Das ist die angepisste. Müsste eigentlich das Modden, damit immer wenn ein Turnip fällt, dass du nicht diesen Warp-Sound haben. Ja, das wäre schon nice. Oh, das muss aber. Oh nee, schafft nicht den Yai zu readen. F-Tilt, das war auf jeden Fall geplant. Okay, ja. Diesmal kriegt er aber die Backer, aber 94%. Ich meine, Kazuya wird noch ein bisschen länger leben, der ist ja sehr, sehr schwer. Ja, jetzt kommt er. Rage-Dive oder wie das heißt. Okay, kann wieder für den Edge-Guard gehen, aber kommt ein bisschen zu hoch. Schade. Das war schon wieder ein ziemlich guter Attempt eigentlich. Aber nur kämpfen wird auch nicht reichen gegen Kazuya. Oh, das ist der Rage Dive. Okay. Oh, da hat er ihm Mut gegeben können. Oh, das war. Ich hab kurz Gary. Oh, jetzt geht er für den Projekt. Für den nächsten, den Reflektor. Ist auch. Für mich natürlich kann auch sehr früh killen, wie wir alle wissen. Das ist unglaublich bescheuerter Reflektor, den Kazuya hat. Covert wieder mit Upsmash, holt sich Stage Control zurück, ist wichtig. Jetzt hat er sich ein bisschen selber gecornert. Aber das geht auch natürlich sehr schnell bei den Prozenten. Okay, wieder ein Edgeguard-Versuch, nicht geschafft. Down Air, wird nicht reichen. Oh, schade. Oh, das hätte fast noch mehr gecovert. Ab hier steht auch nicht recht, aber die Back Air. Und der Back Air schafft auf jeden Fall noch ein bisschen, sich auf Stage Control zu holen. Die kommt hier noch ein bisschen handy. 100%. 199, da wirst du lange killen. Ja, die Back Air ist es. Und immer noch ein Lead auf jeden Fall, aber ist natürlich gefährlich gegen Kazuya bei den Prozenten. Ja, da kann ganz schön killen. Ja. Okay. Turn-up-Combo. Oh, leider nicht, aber auch immer noch nicht am Leben, immerhin. Das ist wichtig. Der Lead kann noch weiter ausgebaut werden. Okay, jetzt hatte ich schon mal 50% drauf. 63. Stage Control. Okay.
Brexit hier auch ziemlich geduldig, aber die Backup ist schon wieder rein. Auf die muss er ein bisschen mehr aufpassen. Aber Brexit macht das ganz gut, er kann richtig gut in Corner pressuren. Ja, auf jeden Fall. Haut er sich derzeit auch sehr viele Prozente. Halt auch direkt nachdem er so seine 50% Stahlkombo gemacht hat, immer noch ein bisschen den Advantage halten. Es läuft ziemlich gut und genauso das musst du gegen Kazuya auch machen, kein Space geben. Okay. Das könnte noch ein Edge werden, nein. Oh, Rage Dive, das wären viele Prozente, 70. Aber er ist raus, das ist entschärft. Den hat er jetzt nicht mal um den Kill zu holen. Down er wieder. Weaken er. Okay, jetzt geht der Edge dort so. Das hat bisher mal gut funktioniert für Brexit. Und das ist ja, das ist der fair. Die reicht auch. 3-0 für Brexit. Let's go. Yes!